Kameras im ganzen Land, dagegen hilft nur Widerstand. Worum geht es bei eurer Demonstration heute? Es geht darum, dass der Staat die Bürger überwachen will. Es geht immer mehr darum, dass einzelne Bürger und Bürgerinnen, nicht nur einzelne, sondern eigentlich die ganze Gesellschaft vom Staat überwacht wird. Und wir finden, wir leben in einer Demokratie und in einer Demokratie soll es nicht so sein, dass bestimmte Gruppen, zum Beispiel Politiker, Daten über andere haben. Und die Überwachungsstaatbefürworter sagen immer, dass Überwachungsmaßnahmen wie Kameras nur der Kriminellen schaden. Aber das stimmt nicht, weil die Kriminellen haben, die haben Fluchtwege, die haben immer Schlupflöcher. Und die Kleinkriminalität wird sehr kleiner. Aber die große Kriminalität, das organisierte Verbrechen, wird mit Überwachungsmaßnahmen gar nicht größer. Und wir finden, ich will meine Freiheit nicht aufgeben und die ganzen Leute da und andere auch nicht. Nur, dass man vielleicht ein halber Terrorist mehr im Jahr schnappt. Und vor allem, es geht da darum, dass die Politiker, also nicht nur bei uns, sondern auch in Amerika oder England, immer mit der Keule Terrorismus kommen. Und das ist eigentlich eine Lüge, weil es gibt Terrorismus, aber man muss den Terrorismus bekämpfen. Die Ursachen vom Terrorismus. Und wenn man nur Überwachungsmaßnahmen macht, dass man gegen den Terrorismus vorgeht, das bringt gar nichts. Weil die Terroristen, die haben eigene Netzwerke. Die nutzen kein Internet, die nutzen keine Telefone. Und wenn, dann nur so ganz kurz und dann sind sie mit dem nächsten Flieger auf der anderen Seite der Welt. Also eigentlich, Kontrolle hilft gar nicht zur Bekämpfung vom Terrorismus, meiner Meinung nach, sondern eher einfach nur darum, dass man uns Bürger kriminalisiert. Was seid ihr für eine Organisation? Also wir sind jetzt eigentlich gar keine Organisation. Wir haben das privat gemacht, weil wir uns denken, das sollte eigentlich eine parteilose Geschichte sein. Also nicht irgendeine Organisation dabei, wir sind zwar institutionslos, aber nicht organisationslos. Also wir sind schon organisiert untereinander, aber es geht jetzt von keiner SD oder von keiner Partei aus.